Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Alpha Sophia in der Randomizer Dutch Dog Challenge. In der letzten Folge haben wir den dritten Arena-Orden bei Walter geholt. Als nächstes, ich habe übrigens rausgefunden, man kann hier einfach auf die Map draufklicken, Leute. Richtig cool. Als nächstes gehen wir auf jeden Fall dahin, nach Bad Lavastadt. Da ist nämlich die nächste Arena-Leiterin, die heißt Lavia oder sowas, glaube ich. Und davor habe ich gesehen, dass ich genug Geld habe, deswegen müssen wir nochmal nach Krepitford City zurück. Das mit der Karte ist richtig cool. Weil es da den Beulenhelm gibt. So heißt, ich werde einmal kurz da runterlaufen, um mir den Beulenhelm zu gönnen. Alright, wir sind da zwei richtig ekligen Grillmax begegnet, die meine Pokémon einfach fast getötet haben. Aber nur fast. So, und so wie ich mir das aufgeschrieben habe, sollte hier dann dieser komische Beulenhelm irgendwo sein. Hier anscheinend nicht. Was auch richtig kacke ist, wir haben überhaupt keine Supertränke mehr, ne? Wir haben nur 5 normale Tränke. Ob das langt? I don't know. Der Beulenhelm kostet meines Wissens 6000. Und ihr habt mir gesagt, ich kann ja auch einfach mal Sachen verkaufen, die ich so gar nicht brauche. Das ist eine sehr schlaue Idee. Und sollte ich eventuell auch mal machen. $3.750 für eine Riesenperle? Lol. Das war ja die beste Idee ever. Danke, wer auch immer das in die Kommentare geschrieben hat. Geil, ey, guck mal, wie viel Geld ich jetzt habe. Ich kann mir super Tränke kaufen. Dann vielleicht noch ein paar super Bälle. Lavakeks klingt auch sehr lecker, muss ich sagen. Hä, ist auch hier, Beulenhelm. Genau, den Beulenhelm zu kaufen. Wird der Träger von einer physischen Attacke getroffen, erleidet der Angreifer ebenfalls Schaden. Ist doch geil. Geben wir einfach irgendeinen Pokémon, der richtig viel Verteidigung hat. Und immer wenn er dann angegriffen wird durch einen Schlag oder sowas, dann kriegt das gegnerische Pokémon einfach auch Schaden. Glaube, ich werde den dann dem YOLO King geben, weil YOLO halt gar keine Schwächen hat, dank seiner Schwebe. Und wenn er da irgendwas ankommt, dann kriegen die einfach Damage. Mega gut. So, jetzt müssen wir nur noch wieder zurückkommen, ohne Leben zu verlieren. Oder ein Pokémon am besten zu verlieren. Hier gibt es einfach Unratütoxe. Alright, und weil ich keine Lust habe, Malvenfroh noch irgendwie weiter zu erkundigen, gehen wir jetzt nach Bad Lavastadt zur nächsten Arena-Leiterin, damit wir auch mehr trainieren können. Auf zum nächsten Ziel, Manfred. Was war unser nächstes Ziel noch gleich? Und du Dummkopf, dasselbe Ziel, was Dizzy hat, der Schlotberg. Schalt gefälligst mal dein Hirn ein. Der Schlotberg? Das ist doch nicht, wo Dizzy hin will. Der will nach Bad Lavastadt. Schalt du mal lieber dein Gehirn ein. Na gut, lass uns losgehen. Okay, die gehen zum Schlotberg, wo auch immer der Schlotberg sein soll. Ich will da nicht hin, ich will tatsächlich nach Bad Lavastadt. Das hat Team Aqua schon sehr gut erfahren. Hallo, bist du eine Trainerin? Ich bin sehr gespannt, was für ein Level die hier alle haben. Ich habe die Familie Siegers herausgefordert und 4-mal hintereinander gekämpft. Hinterher war ich kaputt. Ist das hier Familie Siegers? Aus der Siegers. Okay, wenn die schon Siegers heißen, dann habe ich ein bisschen Angst, dass sie gegen mich gewinnen. Die Herzen unserer Familie schlagen im Einklang. Wenn man hier 4-mal hintereinander kämpfen muss, dann ist mir das, glaube ich, ein bisschen zu riskant. Lassen wir das lieber und gucken, wo wir sonst noch so hin können. Wir müssen einen weiter hoch. Können wir schon Sachen zertrümmern? Können wir nicht, okay. Aber wir haben Zertrümmerer schon gelernt, oder nicht? Also, wir haben das schon irgendwann mal bekommen. Ja, Zertrümmerer ist erlernbar von Pollu und der Bischof. Würde ich das, glaube ich, mal Pollu geben? So, zertrümmere diesen Felsen, Pollu! Zertrümmerer, attack! Boah, geil! Da war einfach ein Gegner drin, was? Ein Lampi! Und es ist das erste Pokémon, das wir auf dieser Route finden. Leute, wir können Lampi fangen! Brauchen wir zwar gar nicht, weil es auch ein Donnerfisch ist, so wie YOLO. Aber, ja lol, Level 13. Da kann ich wahrscheinlich einfach einen Superball raufwerfen, oder? Let's go, Lampi ist aber richtig cool. So ein süßes Pokémon. Ich liebe Lampi. Komm, bitte, bitte bleib im... Nein, du! Was soll das, hä? Ich habe Angst, dass irgendwas passiert, wenn ich ihn angreife, dass er dann einfach tot ist. Hä? Aber seit wann können in diesen Stein Pokémon drinne sein? Und wieso funktioniert das mit einem normalen Pokéball? Alles klar, wir haben Lampi. Wie cool. Hä, ich freue mich. Lampi ist richtig witzig. Lampi, Typ Wasser-Elektro, Gewicht 12 Kilo. Lampis zwei Antennen sind mit Zellen gefüllt, die Elektrizität erzeugen. Die elektrische Ladung ist so stark, dass es sogar ein leichtes Kribbeln verspürt. Aber guckt ihr euch doch an, das ist einfach so ein blauer Plop mit zwei gelben Plops vorne dran. Und zwei Pluspolen. Der ist sehr positiv gestimmt. Na gut, dann ist das jetzt der Darky. Willkommen im Team Darky, beziehungsweise bist du noch in der Box 1, aber ich glaube, ich werde tatsächlich mal auswechseln, weil ich Lampi tatsächlich so witzig finde. So, Darky wollte nämlich auch ein Pokémon sein. Du bist ein Trainer. Ich habe richtig Angst, was für Level die hier haben. Hallo. Wenn du deine Pokémon nicht ein bisschen besser trainierst, wird es schwer, sich hier durchzukämpfen. Ich habe gehört, dass die Top 4 der Pokémon-Liga um einige schwerer zu besiegen seien als die Arena-Leiter. Ja, hä? Top 4? Kommt doch erst richtig spät. Oder sind wir hier nah an der Top 4? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Hallo, Hä, ihr seid auch keine Trainer?
Wieso will hier denn keiner kämpfen? Oh, Stakus in der Traineransicht. Okay, Kamera, wir beginnen mit dem Dreh. Doppelkampf! Doppelkampf, Doppelkampf, Doppelkampf. Mom and Pop, Stu und Nick. Was? Mom and Pop? Wer nennt seinen Sohn denn Pop? Also ich kenne welche, die mit Nachnamen Poppen heißen. Was auch schon lächerlich ist. Aber mit dem Vornamen? Vielleicht fanden die das witzig mit diesen Popfolien und haben die immer gepoppt und deswegen haben sie ihren Sohn dann auch so genannt. So, okay, wir haben einen Lotorzel und einen Galapafloss. Sehr witziger Name und der sieht auch witzig aus. Da ist ja dann YOLO auch ganz geil. Wir gehen mal auf Nummer sicher mit dem Kreuzdonner. Auf Galapafloss, weil ich bin mir nicht sicher, ob Lotorzel auch noch irgendwas anderes ist. Und setze dann einfach mal einer Eros auf das Lotorzel ein. Übrigens, Kreuzdonner, wo habt ihr mir gesagt, ist eigentlich eine Attacke, die nur ein legendäres Pokémon, oh, das war schon mal sehr gut, erlernen kann. Deswegen haben wir mega, mega Glück gehabt, dass YOLO King das von Anfang an kann. Also das ist eigentlich eine Attacke, die kann man gar nicht so im Spielverlauf erlernen. Das kann tatsächlich nur ein legendäres Pokémon. Und YOLO kann es einfach auch. Und Fly möchte Sprungfeder erlernen. Was ist denn Sprungfeder für eine Attacke? Physisch, Angreifer springt und landet in der nächsten Runde auf dem Ziel. Das Ziel wird eventuell paralysiert. Quasi wie Fliegen, ja? Vielleicht statt Aeroas. Das hat nur eine Stärke von 60. Dafür kann der Gegner nicht ausweichen. Aber zwei Flugattacken hätte ich unge... Ja, komm. Sprungfeder. Ja, Glück doch gut, Leute. Glück doch gut. Und dadurch kann man sich in Sicherheit bringen. Für eine Runde. Ist doch auch nicht schlecht. Bam, bam, bam. Kreuzdonner. Sollte hoffentlich auch. Lang. Nein. Es ist so eine heftige Attacke. Sehr effektiv. Und zieht nur ein bisschen mehr als die Hälfte ab. Wild. Wildes Ding. Aber Tortugas sind natürlich auch richtig krass. Also, was heißt der Tortuga auf Deutsch? Schildkröten. Schildkröten sind wild. Ah. Ups. Hey, jetzt habe ich... Moment, was passiert jetzt? Ich habe auf das falsch... Okay, er greift sich sowieso selber an. Nevermind. Fly ist ein bisschen verwirrt, weil ich ihm ja auch ein falsches Ziel gegeben habe. Es langt nicht. Mann, als... Oh, als hätte ich es gewusst. Drachenrute? Der kann eine Drachenattacke? Okay, was? Jetzt möchte... Und er hat sich irgendwie selber verletzt. Achso, wegen dem Beulenhelm. Ja, nice. Guck, da hat sich der Beulenhelm schon gelohnt. Mega, Beulenhelm for the win. Was ist denn dann die Weiterentwicklung von Galapafloss? Ist das so ein Drachenviech? Das war ja sagenhaft. Ich bin komplett sprachlos. Du bist ein Phänomen. Unsere Augen haben uns also keinen Streich gespielt. Vom ersten Moment an haben wir dein Potenzial erkannt. Wir sind im ganzen Land unterwegs und interviewen die verschiedensten Trainer von überall her. Würdest auch du uns kurz ein Interview geben? Aber sicher doch. Dann bitte sage uns, was geht dir nach diesem Kampf im Kopf herum? Ich denke mir nur so, Loser. Loser. Oh ja, perfekt ausgedrückt. Wir sind solche Loser. Zurück ins Studio. Nice. Wir können noch mal gucken. Die haben ja jetzt live gesendet. Es gibt hier nämlich so einen Nachrichtensender. Mal gucken, ob da irgendwas Witziges ist. Hier sind die Hon-Nachrichten mit einer Einmeldung. Aha, ja, interessant. Bist du auch eine Trainerin? Ja, natürlich bist du eine Trainerin. Ich weiß ja nicht, wo du hin willst, aber was sagst du zu einem Kämpfchen? Oh mein Gott, das sieht stark aus, das Viech. Das ist die Weiterentwicklung von Hoplo, ne? Ne, von Skoplo. Skoppel? Von Skoppel. Ich bringe dir alles durcheinander. Nur Level 16. Und trifft 3, 4, oh oh. 5 Mal? Oh Mann. Bitte, bitte stoppen Sie. Wollen wir einfach mal der Bischof gegen Grabbit? Ja komm, let's go. Vorentwicklung gegen Nachentwicklung. Das wird bestimmt witzig. Und beide Level 16? Ja, ne? Stell ich mir irgendwie witzig vor. Let's go. Turbo-Tempo. Wir sind der Erste dran. Und ziehen... nicht so wenig ab. Das fand ich ganz okay. Und der hat anscheinend nur Staccato drauf. Mega langweilig. Aber auch nicht so ganz schwach. Ah, ich muss nochmal auswechseln. Wegen so einem blöden Grabbit. Ich fass es nicht. Probieren wir einfach mal die Sprungfeder aus und gucken, wie sie aussieht. Ab in die Lüfte mit uns. Woo! Ja, es ist einfach 1:1 wie Fliegen. Jetzt kann der uns nämlich nicht treffen. Und in der nächsten Runde springen wir auf ihn nieder. Bam, bam, bam. Ach lol. Okay, das sieht aber witzig aus, wenn er wieder drauf landet. Tatsächlich wie so eine Sprungfeder. So, Grabbit weg. Und sie hat noch einen Morlord. Wir bleiben bei der Sprungfeder. Fand ich ganz geil. Oh, das hat jetzt aber auch nicht so viel Damage gemacht. Oh, ein Attack. Trifft das mehrmals? Nee, okay. Ich glaube, einmal müssen wir tatsächlich heilen. Wir haben ja ein paar Supertränke gekauft. I know, das kostet jetzt wieder 700. 700 Pokédollar. Glaube ich zumindest. Und ich hoffe, er hat nicht irgendeine Scheiße gleich drauf. Und wir kommen jetzt nochmal mit der Dampfwalze durch. Langt wahrscheinlich... Nee, dann easy nicht. Was? Ah, seine Initiative sinkt die ganze Zeit, aber er bleibt bei seiner Hornattacke. Oh, gehen wir auch nochmal sicher? Ah, komm, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Dampfwalze, let's go.
Hoffentlich langt das. Ja, langt. Und das war auch ihr letztes Pokémon, oder? Hey, du bist ja unverschämt gut. Das stimmt, das stimmt. Und du hast gar kein Geld. Du bist unverschämt arm. Deine Armut kotzt mich an. So, auf den Weg nach Bad Lavastadt. Hallo, neuer Trainer. Ich sprühe nur so viel Energie. So wie Bad Lavastadt mit ihrem Vulkan. Haha. Performer Stacy hat ein... Oh, süß, ein Mudkip. Ich weiß nicht, wie der im Deutschen heißt, aber im Englischen heißt er Mudkip. Ein Hydropi. Hydropi, genau. Hydropi. Ich habe mal Pollo nach vorne gepackt, weil der ja auch ein bisschen trainieren muss. Komm, wir probieren es mal aus. Vielleicht überlebt Pollo ja eine Attacke. Obwohl der 7 Level über uns ist. Ja, guck mal. Guck mal, überlebt sogar. Überlebt sogar. Pollo ist gar nicht so schwach wie ihr. Wow. Immer dachtet. Alter Pollo! Schade, dass das kein Wanted war. Das sieht so cool. Ich habe ganz vergessen, dass er so eine Anime-Tag drauf hat. I love it, I love it. Okay, der Bischof, du gibst ihm den Rest. Weil Pollo wird wahrscheinlich sterben, wenn der jetzt nochmal seine Hydro-Puppe hier rausballert. Aber Hydropi ist auch so süß, ey. So ein krass süßes Pokémon. Ich fasse es nicht. Wie kann man so süße Sachen erfinden? Okay, perfekt, du Musto. Tschüss, Hydropi. Pollo Level 13 entwickelt sich meines Wissens mit Level 14. Also nur noch ein Level und dann sind wir gut dabei. Wir behalten Pollo auch mal vorne, auch wenn das ein bisschen riskant ist, weil die Gegner natürlich wieder dieses komische "Du darfst nicht deine Pokémon auswechseln" haben können. Ja, komm. Hi, Backpacker. Draußen in der Natur werden Pokémon gleich viel lebhafter als sonst, meinst du nicht auch? Ja, wenn sie nicht eingesperrt sind, da stimme ich dir vollkommen zu. Hat ein Dick da. Dick da, Dick da. Der wäre natürlich Fly wieder die erste Wahl, nicht wahr? Weil er kann erstens fliegen, falls er irgendwie ein Erdbeben oder sowas drauf hat. Und er hat eine Bodenattacke? Oder war Gestein gut? Egal, er hat auch eine Wasserattacke. Irgendwas war, glaube ich, gut gegen Gestein oder Boden. Ich glaube, gegen Gestein war Boden gut, ne? So rum. Und der wird, glaube ich, eins vorbei. Egal. Wasser ist, glaube ich, gegen beides gut. Deswegen einfach Wasserschuriken. Let's go! Ja, siehst du, trifft er einfach zwei, dreimal. Vielleicht lang zweimal schon. Ja, geil. Bye, bye, Mr. Dick da. Das wäre richtig geil, wenn Pollo jetzt Level 14 wäre. Level 14! Ich glaube, er entwickelt sich jetzt nämlich. Pollo wird zu Blanas. Pollo wird zu Blanas. Pollo wird zu Blanas. Entwickel dich. Entwickel dich zu Blanas, Zanas, Blanas. Du entwickelst dich zu Blanas, Blanas, Blanas. Pollo wird erwachsen, wachsen. Naja, jugendlich. Geil. Ja, weil Blanas sieht schon viel krasser aus als vorher, nicht wahr? Und wenn wir jetzt noch einen Blattstein hätten, dann können wir ihn, glaube ich, zu irgendwas entwickeln. Und er möchte Konter erlernen. Eine Kampfattacke. Okay, mega cool. Ja, statt Käferbiss. Pollo, du bist jetzt kein Käfer mehr. Du bist jetzt eine echte Pflanze. Alles klar? Geil. So, kannst Konter. Eine kämpferische Pflanze bist du. Nice, du. So, und eigentlich müssten wir jetzt hier nach links, weil da Bad Lavastadt ist. Hinter Route 112 anscheinend. Oh nein, wollten die anderen nicht auch dahin? Ist da dieser Schlotberg? Oh nein, müssen wir wirklich zu Team Aqua? Das, fände ich nicht so witzig. Und die Mike ist wieder hier. Ah, Dizzy. Schau doch, da ist der Schlotberg. Sieht er nicht atemberaubend aus, wie er so mit seinem Qualm oben richtig geil am Puffen ist? Oh, danke, dass du mir zugehört hast, Dizzy. Das hier ist für dich. Stärke. Na gut, Dizzy, ich muss dann mal wieder schauen, ne? Ach, Mike ist schon echt merkwürdig. Könnte man den auslassen? Vermutlich schon, aber wir müssen irgendwie nach Bad Lavafeld. Let's go. Ich bin ein starker Junge. Ich weine bestimmt nicht, wenn ich verliere. Ich habe da so eine Vorahnung, was passieren wird, wenn wir ihn besiegen. Ein Eis-Pokémon. Müssen wir eigentlich mit Feuer rein, nicht wahr? Aber Scorff ist halt auch immer Psycho. Das ist richtig. Das ist so eine dumme Kombo, dass er Feuerattacken drauf hat, aber schlecht gegen Eis ist. Whatever, wir zertrümmern einfach das Eis und dann haben wir schönes Eis für unsere Limonade. Und dann passt das. Siehst du, richtig der... Oh, war sogar sehr effektiv. Richtig der Damage. Eissturm. Aua, aua. Nein, ist Eis nicht sogar gut gegen Pflanze? Ah. Oh Gott, ja. Ich auch überhaupt nicht am Nachdenken bin, ne? Aber es hat trotzdem nur so wenig Damage gemacht. Ja, was habe ich denn sonst noch? Ich weiß es nicht. Dann kommt der Bischof. Gegen Eis-Pokémon habe ich halt wirklich nicht so viel krasses Zeug. Score wäre gut, aber der ist halt auch schlecht gegen Eis. Dann stirbt er einfach. Kein Bock, dass irgendwas stirbt, auch wenn Darky dann ins Team kommen würde. Turbo-Tempo. Weil der Bischof leider auch nicht so krass viel kann. Wir könnten ihn auch Zertrümmerer beibringen. Oh, aber Turbo-Tempo ist eigentlich auch immer sehr, sehr stark. Zertrümmerer könnte natürlich eine gute Ergänzung sein für der Bischof. Wir greifen als erstes an, ne? Von dem her Turbo-Tempo, let's go. Dann ist das Arc-Tipp schon mal weg. Ich glaube, die hat aber zwei Pokémon.
Oder der? Quieke. Oh, aber jetzt können wir wechseln, ohne einen Free Hit dafür zu bekommen. Okay, dann können wir jetzt nochmal Score einwechseln. Seit wann ist Quieke so groß oder Score auch so klein? Der wirkt ja ultra riesig. Stell dir mal vor, du hast so ein riesiges Pokémon einfach neben dir. Egal. Flammsturm, let's go. Wir sind nicht... Oh, Intensität 8. Nein, nicht die Intensität 8. Ist das toll? Ist das sehr... Oh ja, das ist sehr toll. Ich hoffe, Flammsturm langt einfach. One-Hit. Nein, okay. Und das Quiekel ist leider als erstes dran. Aber es brennt immerhin. Aha, wir haben Glück gehabt, dass das Scorf nicht gestorben ist, nicht wahr? Intensität 5. Was ist das denn für eine komische Attacke? Aber er trifft nicht, weil das so ähnlich ist wie Erdbeben. Wir können ja zum Glück schweben. Jojo. Hier, Nachtflut für dich in dein Gesicht, du riesiges Quiekel. Dann bist du doch tot. Okay, weiterer Kampf überlebt. Ich hoffe, dann sind wir jetzt auch langsam mal in Bad Lavastadt. Als hätte man's kommen sehen. So, okay, da ist noch eine Trainerin, I guess. Wir lassen die mal aus. Oh Gott, sind das alles Trainer? Da ist wieder Team Aqua. Ich will ja gar nicht auf den Schlotberg. Ich will einfach nur durch diesen Berg hier durch, I guess. Ah. Okay, warte, wir heilen noch mal einmal kurz unser Polu. Und Polu sollte dann eigentlich ganz gut sein in dem Berg drin. Feuriger Pfad. Hier dürfen wir... Hä, aber ich will hier doch gar nicht hin. Muss ich hier durchgehen, um nach Bad Lavastadt zu kommen, oder was? Okay, hier brauchen wir diese komische Stärkeattacke. Ist ja nett von Maike, dass sie uns das genau jetzt gibt. Dies ist erst einsetzbar, wenn eine neue Orden errungen wurde. Warum sagt mir das denn keiner? Gut, dann laufe ich halt weiter. Es gibt jetzt sicher Pokémon drin. Wir kriegen ein... ein Tanhell? Meines Wissens Stahl? Stahl-Psycho eventuell? Können wir wahrscheinlich sogar einmal angreifen, oder? Let's go. Sollte so ungefähr die Hälfte... Nee. Zieht einfach gar nichts ab. Nice. Und der zieht hingegen jede Menge ab. Ja, cool. Das gefällt mir doch. Das gefällt mir doch. YOLO, komm rein. Stimmt, ich bin wieder dumm an die Sache rangegangen. Ich habe natürlich jetzt gesagt, Polu ist hier gut in der Höhle, weil ich natürlich dachte, hier ist Gestein und Boden drin. Aber es ist eine Nutzlock, deswegen kann ja immer alles passieren. Auch richtig, richtig dumm. Das heißt, ich selbst verletzt. Wir würden ihn wahrscheinlich töten, wenn wir mit YOLO angreifen würden. Das ist halt die Krux bei YOLO. Deswegen mit dem Pokéball lief es beim Darky auch ganz gut. Let's go. Aber ich sag jetzt schon, Tanhell kommt nicht in mein Team. Also eigentlich können wir es auch töten, weil ich es will sowieso nicht haben. Eins, zwei und die Nummer drei. Ja wie, du gehst einfach raus. Das ist, naja, das ist eine komische Attacke. Er hat dazu gelernt, dass er sich nicht mehr selbst angreift. Oh boy, okay, einmal voll heilen den YOLO, weil ich ein bisschen Angst habe, dass ich jetzt beim Fangversuch einfach sterbe. Das wäre jetzt nicht so gut. Blütenwirbel hat er eben auch schon eingesetzt. War relativ stark. So, kannst du dann jetzt bitte mal im Superwald drinnen bleiben? Fände ich richtig fresh und knorke. Und wild auch. Und ich fände es richtig beknattert, wenn du jetzt nicht drin bleibst. Eins, zwei, drei und klack. Dankeschön. Hätte gar nicht heilen müssen, aber das weiß man ja vorher nie. Tanhell wurde gefangen, yay! Tanhell, Typ Stahl, Psycho. Tanhell hält sich am Schweben, indem es eine magnetische Kraft erzeugt, die dem Erdmagnetfeld entgegenwirkt. Wenn es schläft, verankert sich dieses Pokémon mit den Haken an seinen Hinterteil an einem Felsen. Dann ist das Mango. Hast jetzt nicht die größten Chancen, ins Team zu kommen, aber wenn du mich überzeugen kannst, dass Tanhell vielleicht ein richtig krasses Pokémon ist oder später sogar noch stark wird oder sowas, dann ja vielleicht schon. So, Route 112. Du siehst sehr, sehr böse aus. Oder können wir den einfach auslassen, wenn wir hier unten langlaufen? Sollte ja von der Entfernung eigentlich, ja, hinhauen. Mega nice. Und ich glaube, wir sind sogar auf einer anderen Route. Heißt, wir dürfen hier ein Pokémon fangen. Mal gucken, was es hier so gibt. Es gibt einfach einen Schelast hier? Ein Schelast? Okay, das wäre richtig krass. Ich weiß, wir haben Polu. Aber Schelast wäre ja wohl sowas von viel, viel, viel geiler. Dann hätten wir endlich mal ein Verteidigungs-Pokémon. So einen richtig krassen Tank im Team. Fände ich sehr, sehr geil. Zauberblatt. Sollte nicht sehr effektiv sein. Nee, alles gut. Nach einem Turbo-Tempo ist er im gelben Bereich. Und dann können wir mal probieren, ihn zu fangen. Ich hoffe, das stirbt nicht. Okay, alles cool. Zauberblatt. Ja, aber das ist ja richtig cool. Bei Schelast, zumindest die letzte Entwicklung, ist ja quasi wie Bisaflor. YOLO rein, weil das am safesten ist, I guess. Oh, ist Gigasauger. Aua, tut das weh. Und holy shit, heilt er sich.
Okay, das hat viel Damage gemacht. Da muss doch nochmal Fly rein, lol. Hä, wir haben ihn so schön runtergehauen. Und dann heilt er sich ja da hoch. Okay, wir haben aber schon zwei Attacken von ihm gesehen. Lawine, Lawine, der hat eine Eisattacke? Warum hat jedes Kack-Pokémon in diesem Spiel eine Eisattacke? Okay, mit Fly dürfen wir ihn halt nicht mehr angreifen. Heißt, wir müssen jetzt... Oh, wir haben auch nicht mehr so viele Bälle, ne? Wir müssen jetzt mit unseren letzten Bällen hier rauskommen und hoffen, dass wir das irgendwie fangen. Und wir müssen hoffen, dass wir Darky nicht auch auf Route 112 gefangen haben. Das kann nämlich auch sein. War da unten auch Route 112 einfach? Aber wie nett er ist, dass er uns einfach in die Down einkuschelt. Sehr, sehr lieb von dir. Sehr, sehr angenehm auf jeden Fall. Letzter Superball. Wenn das nichts wird, dann wird das, glaube ich, schwierig, das Schelas tatsächlich zu fangen. Fork. Er ist halt instant wieder draußen, ne? Instant. Das ist schlecht. Haben wir irgendwas, dass wir ihn paralysieren können oder so? Nicht mit Fly, ne? Fly kann tatsächlich nur angreifen. Ja, dann wird er sterben. Kannst du nicht machen, kannst du nicht machen. Let's go, Premierball. Ich glaube, ich habe noch keinen mit dem Premierball gefangen. Oh, bitte bleib drin, ich hätte richtig gern Schelast. Eins, zwei, drei. Nein, so knapp! Bitte bleiben Sie im Ball drin! Aber der Premierball war gut. Los, let's go nochmal. Oh, jetzt bereue ich das gerade, dass ich so wenig Superbälle gekauft habe. Ich will dieses Schelas haben, bitte. Und bitte sei eine andere Route als das Lampi. Zwei, drei, bitte bleib drinnen. Ja! Juhu, ich hab Schelas. Ich freue mich. Oh mein Gott, wir haben eigentlich einen richtigen Tank, Leute. Einen richtigen Tank. Schelas, Typ Pflanze. Sein Körper lebt von der Photosynthese, die Sauerstoff freisetzt. Ist es durstig, trägt sein Blatt. Okay, und es wird Jay, weil Jay meinte, er ist laut ein Chris ein Pflanzen-Pokémon. Und wir nennen ihn Jay Lust, Box 1. Aber du bleibst auf jeden Fall nicht da drin. Wahrscheinlich wird Pollu dafür weggehen müssen. Wir holen uns natürlich nochmal hier diese Bären mit. Aber das ist richtig, oh mein Gott, ein Jay-Lust einfach. Ich bin richtig happy darüber gerade. Richtig, richtig happy. Aber sind wir hier überhaupt noch auf der richtigen Route? Apropos Route, wir müssen nachgucken, ob das hier dieselbe Route ist, wie die, wo wir Darky gefangen haben. Also wir sind jetzt da. Wir sind auf Route 112. Ich glaube, Darky... War Darky Route 111? War das bei den Haus der Siegers? Ich weiß es nicht. Der war in diesen Stein drin, nicht wahr? Ich weiß es nicht. Vielleicht darf ich Schelas gar nicht behalten. Oh, ich weiß es nicht. Ich hab's... Oh nein. Okay, wir müssen... Jetzt, nee, jetzt sind wir wieder Route 100. Ey, hä? Warte mal, warte. Ich weiß es nicht. Okay, wir müssen in ein Krankenhaus und nachgucken, wo wir Darky gefangen haben. Oh, muss ich jetzt wirklich nochmal gegen dich kämpfen? Fuck you. Zeig mal, wie stark dein Pokémon-Team ist. Nee, ich will einfach nur ins Pokémon-Center und gucken, wo ich Darky gefangen habe. Hoffentlich nicht Route 112. Das wäre richtig scheiße. Wenn ich jetzt einen Kack-Darky, sorry, nichts gegen dich, Darky, aber wenn ich jetzt einen Kack-Darky statt einen Schelas haben darf. Das fände ich sehr, sehr traurig, muss ich einfach ganz klar so sagen. Oh, und ich habe mich nicht geheilt, das ist natürlich auch dumm. Wir könnten natürlich Pollu einfach sterben lassen, weil dann hätte ich eine Ausrede, warum ich Schelas ins Team mithole. Aber das mache ich erst, wenn ich mir sicher sein kann, dass ich ihn überhaupt mitnehmen darf. Okay, wir brauchen eigentlich Donnerattacken. Heißt, wir heilen YOLO einmal voll. Hoffen, dass Fly nicht stirbt an so einer komischen Wasserattacke. Oh mein Gott, wäre das wieder ein Volltreffer, wäre einfach tot gewesen. Und schicken YOLO rein. Ich bin einfach voll euphoriert gerade, dass ich einen Schelas habe. Oh, ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber ich find's richtig geil, das war ein Volltreffer. Okay, Volltreffer macht 21 Damage, heißt, wir kommen auf jeden Fall davon, wenn wir jetzt den Kreuzdonner treffen, nicht wahr? Dann sollte das Datiri auf jeden Fall tot sein. Kapau! Ja, guck mal, wie schnell die KP auch einfach... ins Nichts gehen von dem Datiri. Okay, Level 22. Sehr, sehr gut, YOLO. Charmian. Ich habe keine Ahnung, was ein Charmian ist. Ach, das ist so ein Katzending. Keine Ahnung. Würde ich jetzt Psycho zuordnen? Wir verbrieren einfach mal eine Nachtflut aus. Feuer. Oh, Feuer? Wieso machen die alle so viel Damage? Er hat Damage bekommen durch den Beulenhelm. Ich sag's euch, der Beulenhelm ist richtig, richtig cool. Das hat leider gar kein Damage gemacht. Scheiße, ey, mein Team ist aber auch so schwach. Mein Team ist so schwach, Leute. Also sowohl von den Leben als auch alles andere. Wir sollten wirklich mal ein bisschen trainieren. Ich dachte, wir kommen jetzt schon nach Bad Lavastadt, aber anscheinend nicht. Donnerzahn, dann sollte der weg sein. Er greift einfach als erstes an. Macht sich zumindest nochmal Schaden mit dem Eulenhelm. Donnerzahn sollte auf jeden Fall lang, oder? Ja, okay.
So, ein Pokémon hat er noch. Staralili. Nein, muss Stahl sein, oder? Ach nee, Staralili ist ein... Warum ist das so fett? Ist einfach ein Vogel, aber so ein fetter Vogel. Ja komm, Kreuzdonner, wenn wir als erstes dran sind, ja sind wir. Dann sollte der weg sein, weil Kreuzdonner ist immer eine mega krasse Attacke. Ja, Junge, einfach mega krass ist. Da stirbt der Staralili und ist einfach weg. Das fette Staralili füttert dem mal ein bisschen weniger Brotkrumen, dann bläst er sich ja auch nicht so auf. So, da ist noch ein Trainer. Warum sind hier so viele Trainer? Aber er guckt, nein, er guckt woanders hin. Ist das gar kein Trainer? Hier riechst du das auch? Hier riecht es ganz verdächtig nach Abenteuer. Ja, no doubt. Das hier ist der perfekte Ort. Das muss einfach eine Geheimstelle sein. Howdy, Pokémon-Trainer. Was kann ich für dich tun? Hä? Du wolltest gar nicht mit mir reden? Ach, come on. Lass uns kurz plaudern. My name is Johnson. Ich stamme aus Einall und bin 25 Jahre jung. Ich bin schon seit 11 Jahren auf der Suche und wandere umher, um meinem Dream zu folgen. Was mein Traum ist, willst du wissen? Ein Place zu finden, der nur mir gehört und an den ich hingehöre. Solch ein Ort nenne ich Supergeheimbasis. Komm, ich zeig's dir. Siehst du, das hier ist eine Geheimstelle. Und mit einer Liane dran kannst du hochklettern. Geheimbasis, wuhu! Und weißt du was? Ich überlasse dir diesen genialen Platz. Echt nice von mir, oder? Nun gut, dann viel Spaß mit deiner neuen Geheimbasis. Ich mach mich mal langsam auf den Weg, aber ich komm dich irgendwann mal besuchen. Aber die Suche nach meiner eigenen perfekten Geheimbasis must go on. See you later, Dizzy. Und das ist jetzt meine neue Geheimbasis. Cool, oder? Hier, man kann hier reingehen, nicht? Kann man nicht, aber man kann sich hier die Blume angucken und man kann sich hier cool hinsetzen und gar nichts tun, zum Beispiel. Auch sehr, sehr cool. Und was ich auch richtig geil finde, diese Lampe hier. Nice, oder? Okay, also wir haben jetzt eine Geheimbasis. Keine Ahnung, was die mir bringen sollen, aber ist ganz witzig. Und ich hoffe, wir kommen noch irgendwie nach Bad Lavastadt. Ich habe die Befürchtung, wir müssen erstmal zum Schandmaulberg oder wie der hieß. Aber da stand Team Aqua vor. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal dabei. Bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, wir dürfen Schelas behalten. Aber das sehen wir dann beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.